Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt-Video auf dem Kanal. Heute mit Orbit Industries, Orbit.Industries, Orbit Industries, ich nenne es einmal so, von Lab 132. Wir werden uns heute darum kümmern, man sieht es im Hintergrund schon ein bisschen, eine eigene Orbitalstation aufzubauen, offenbar in der Nähe der Erde, so wie es aussieht, und dafür sorgen, dass die dann natürlich auch funktionsfähig ist und funktioniert. Wir werden ein bisschen forschen, wir werden, soweit ich gesehen habe, auch Geschichten erleben und mal gucken, was jetzt hier so in einer Stunde passiert. Ich bin sehr gespannt. Das Spiel erscheint am 21. April 2022, ist jetzt aber, wenn ihr wollt, schon als Demo spielbar. Also ihr habt jetzt aktuell auch schon die Möglichkeit, über Steam zum Beispiel eine Demo herunterzuladen und mal selbst einen Blick darauf zu werfen. Ich würde euch aber raten, erstmal dieses Video anzuschauen, weil ihr wisst ja, wenn ihr dieses Video anguckt, dann wisst ihr schon mal, was auf euch zukommt. Und dann seht ihr hier auch einen Profispieler, der natürlich überhaupt keine Probleme haben wird, so eine Station am Laufen zu halten. Gut, ich würde sagen, wir starten gleich mal in eine neue Mission. Das ganze Spiel ist auch auf Deutsch mittlerweile schon erhältlich. Muss man noch in den Optionen dann umstellen. Und wir gehen mal rein und gucken mal. Es gibt aktuell mehrere Missionen. Wir werden uns keine Zeit für Vorsicht anschauen. Ich glaube, das ist so das Tutorial oder der Einstieg in das Spiel. Es gibt doch einen Endlos-Modus. Es gibt einen Kreativmodus, wo man offenbar bauen kann, wie man lustig ist. Und dann gibt es doch mal so, ich glaube, drei so zusätzliche, entweder sind das Szenarien oder zusätzliche Missionen, denen man sich widmen kann. Aber wie gesagt, wir werden uns heute erstmal keine Zeit für Vorsicht anschauen. Die Grenzwache am Galga-System hat ein Schiffswrack von einer unbekannten Spezies entdeckt. Entdeckungen wie diese bringen immer sowohl Faszination als auch Gefahr mit sich. Vorbereitungen für eine Untersuchung und oder Rettungsmission werden gerade getroffen. Okay, jetzt muss ich das wahrscheinlich wieder zurücknehmen. Offenbar Galga-System sagt mir gar nichts. Offenbar spielt das Ganze doch nicht in der Nähe der Erde. Naja, wir gucken einfach mal. Wir gehen mal auf Mission beginnen. Wir lassen den Schwierigkeitsgrad so, wie er ist. Und los geht's. This briefing will guide you through the main tasks in Orbit Industries. Your task will be to extend the station and produce resources. These resources are needed to generate income from contract work, so-called projects. Okay, also doch Erde. Oder ist das irgendwie, naja, ist das irgendwie ein bekannter Kontinent, den man hier sieht? Bin mir da nicht so ganz sicher. Aber wo ich mir sicher bin, ist, dass das hier schon mal unsere erste kleine Station ist, beziehungsweise das, was erstmal da ist. Sieht noch relativ übersichtlich aus. Man kann sich hier frei mit der Kamera drehen. WASD geht nicht, also man rotiert hier quasi um die Station herum. Es gibt hier so kleine blaue Knubbel. Wahrscheinlich irgendwelche Ansatzpunkte für neue Module. Und hier oben ist auch schon eins. Eigentlich gibt es ganz viele Module, die man natürlich auch anklicken kann. Und da sehe ich ganz viele Symbole, von denen ich überhaupt nicht weiß, was die alle bedeuten. Na gut, werden wir schon herausfinden, denke ich mal. Wir sollen das Stationsverwaltungsmenü SVM öffnen und aktuell verfügbare Projekte anschauen. Okay, SVM. This view shows all projects which are currently available. Completing projects will produce income or unlock new technologies. And some will progress you through the mission. Icons inside the project entry show which kinds of resources are needed to start the project. If a system is missing that produces this resource, it is grayed out. In this case, a briefing center needs to be built before the project can be started. Okay, das waren jetzt sehr viele Informationen. Wir haben jetzt hier unsere Projektdatenbank. Die Projektdatenbank gibt uns Projekte vor, die wir machen können. Und wir bekommen offenbar dafür dann ein bisschen Credits oder Währung hier unten. Wir haben aktuell 5000. Wir würden für dieses Projekt jetzt 100 bekommen. 100 Credits. Wahrscheinlich 5 Tage, bis es fertiggestellt ist. Status ungültig. Und wir haben hier 3 Symbole, von denen eines ausgegraut ist. Das sieht jetzt dem schon mal ähnlich hier, dem BZE. Briefing Zentrum Modul wahrscheinlich.
Okay, und das müssen wir jetzt erst bauen, bevor wir hier in dieses Projekt starten können. Wir haben hier offene Stellen, Verträge 1 momentan. Das ist hier wahrscheinlich so eine Sortierung, dass man sich das alles nochmal anschauen kann. Okay. Und wir sollen jetzt in die externe Stationsansicht The station can be extended at connectors. There are blue and yellow ones that each link specific modules. Okay. Select a blue connector since the briefing center can only be built there. Okay, also jetzt sollen wir einen blauen Knoten wählen, wo wir das Briefing Center hinsetzen. Was ist das denn für ein Modul hier? Das hier ist das Labor. Ah, okay. Ja, dann würde ich sagen, gegenüber gleich mal das Briefing Center. Und dann auf Bauen. Space, okay. Ach, die Symbole machen mich jetzt schon fertig. Vor allem, es gibt keine Tooltips, offenbar. Wählen Sie das BZE aus, bestätigen Sie, wird das BZE von einem anderen Modul der Station blockiert, wird es rot angezeigt. In diesem Fall müssen Sie es anderswo platzieren oder so drehen, dass es passt. Okay, wir haben jetzt hier Konnektoren. Unterschiedliche, blaue und orangene. Sind aber nicht teuer hier. 2 Credits nur, die man hier anbringen kann. Und hier gibt es einen Scrollbalken. Hauptnetz, Arbeitskräfte, Forschung, Verteidigung und Handel. Okay, BZI war es, ne? Ja, BZI für 37 Credits. Das können wir uns gerade so noch leisten. Okay. Und wir können jetzt drehen mit Q und E. Aber ich würde schon sagen, wir bleiben mal synchron und packen das hier einfach so horizontal auch drauf. Okay, bestätigen. Das ging erstaunlich schnell zu bauen. Da hat die Station gar nicht lang gefackelt und hat es einfach hergebeamt. Module, die Ressourcen produzieren, müssen verkabelt werden, damit sie funktionieren. Wechseln Sie zur abstrakten Systemdarstellung, AST, wer kennt es nicht, um das Briefing-Zentrum-System zu verkabeln. This view lets you control which resources are produced. Okay. Only fully wired systems produce resources. These will be required by projects or other systems. Es sieht auf alle Fälle schon mal wild aus, vor allem wenn man näher ran scrollt. Ne, so richtige Chips. Aber ich denke, das ist eher so, ne, eher grafisch. Einfach nur, das wird jetzt wahrscheinlich hier, man wird wahrscheinlich nicht die ganzen Sachen hier austauschen können. Wäre aber ziemlich cool, das alles austauschen zu können. Na gut, wir müssen jetzt einfach nur verbinden. Ein System installierbar. Installiert sind aktuell 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wobei das hier offenbar auch nicht angeschlossen ist. Die Habitatkapsel. 6 Systeme vorhanden. Effizienz 0. Ah, jetzt hier bei den Credits sieht man, dass der Bau schon etwas Credit verschlungen hat. Aktuell Angebot, Arbeitskräfte 100. Nachfrage 50. Okay. Ein Briefingzentrum, bitte. Okay. Auch hier wieder die abstrakte Darstellung natürlich, ne? Und wir packen das jetzt einfach mal. Ist das ein Puzzle-Game oder was? Müssen wir da irgendwie aufpassen auf die Linien? Pack das jetzt einfach mal hier rein. Systems that are required by the briefing center are already placed and fully wired. Required systems are shown as input in the overview panel of a system chip or the chip itself. Okay, die Zeit ist momentan angehalten, deswegen werden keine Ressourcen produziert. Klicken Sie auf die Zeitsteuerungsschaltflächen, um den Fluss der Zeit zu starten. So, oh, jetzt fliegen hier irgendwelche Teilchen herum und hier bubbert irgendwas vor sich hin. Das Briefingzentrum selbst muss auch noch verkabelt werden. Verbinden Sie alle seine Anschlüsse mit passenden, bereits vorhandenen Kabeln. Sie können neue Kabel erstellen, indem Sie ein vorhandenes Kabel oder einen Anschluss eines Systems wählen. Also, wir brauchen ein gelbes Kabel. Da können wir ja gleich mal, können wir das noch verschieben jetzt, das Teil? Nee. Das ist einmal fest, man kann in der ISS hier nichts mehr ändern. Deswegen ziehen wir das mal rüber. Weil vielleicht kann ich so, ah, geht ja wunderbar, perfekt. Und jetzt ist die Frage, kann man hier, ja, man kann offenbar auch kreuzen. Es sieht jetzt nicht so unbedingt aus wie ein Puzzlespiel. Momentan ist der Schwierigkeitsgrad dieses Puzzlespiels noch sehr einfach. Ich denke, da liegt dann vielleicht die Kunst, später irgendwie Energie oder so zu haushalten.
mit den Modulen? The briefing center is fully connected. Projects that depend on it can now be accepted. Wunderbar. Das heißt, unser Modul hier ist einsatzbereit und wir können The project is now ready to be started. Genau, das Projekt jetzt starten. Bewegen Sie die Maus zu einem Projekteintrag, klicken Sie auf Start-Taste. Okay. Status, Gerätewartung aktuell, das Projekt, Wartung verschiedener Hardware. Okay, wir starten mal mit der Space-Taste. Processing a project takes some time. You can see the progress when you select the tabs to filter on the left. Okay, also wir warten auf die 100% und dann ist das Projekt abgeschlossen. Und jetzt sollen wir es schließen, oder? Ja, schließen mit Space. More projects will be available from now on. Follow the mission projects to achieve the overall objective. Great success. Commander, a ship on its patrol on the Galgar system borders found a wrecked ship. The model and origin species could not be determined. They have asked us if we could investigate the shipwreck. Okay, also, das Tutorial ist offenbar jetzt vorbei, so wie ich das sehe. Relativ kurz. Und jetzt sollen wir uns an der Mission entlanghangeln. Wir haben hier aber auch noch andere Verträge. Wir gucken mal ein bisschen hier durch, was hier da ist. Lebenszeichen, eine Sammlung von Proben von verschiedenen Planeten, muss chemisch auf das Vorhandensein von einfachen Molekülen und anderen Spuren von Leben getestet werden. Ich bin jetzt... Ah, hier ist zum Beispiel eine Mission, die wir nicht machen können, weil hier das ausgegraut ist. Und die anderen geben uns jetzt quasi die Credits. Und brauchen halt einige Tage dann. Momentan läuft das Spiel ja noch weiter. Offenbar habe ich auch Kosten, die jetzt hier entstehen, während das Spiel läuft. Wir machen mal Pause, damit ich nicht gleich bankrott gehe. Wir haben die Stationsübersicht. Deep Space Explorer, okay. Und man soll jetzt die Mission machen, damit man hier dieses Szenario abschließen kann. Ah, hier. Ressourcendetails, Energie. 21. Verwendet 21. Nachfrage aber 27. Optimum 21. Heißt das Nachfrage jetzt von uns? Ist das Nachfrage von uns? Anklicken kann man hier nichts. Frachtaustausch. Angebot 15, verwendet 9. Atmosphäre ist da. Alles sehr abstrakte Werte, wo ich jetzt nicht weiß, sind das jetzt Pfannkuchen? Oder was für Einheiten sind das hier? Wir haben ein Glossar, ein Modulglossar. Tritium-Batterie. Ach, hier ist wieder der Scrollbalken. Ist sehr einfach zu übersehen hier. Den man aber auch jetzt nicht bewegen kann. Nur mit der Mausrad-Taste. Shot. Erforschen. Okay, um freizuschalten. Umweltsteuerung. Wieso ist das da so komisch angeordnet? So von links nach rechts? Das ist eine ewig lange Liste. Und wir haben den Fehlerverlauf. Da ist aber nichts drin. Das heißt, unsere Station ist fehlerfrei. Perfekte Station quasi. Guthabenübersicht. Okay. Da sind unsere Ausgaben zu sehen. Wir haben Bankkredite, die wir aufnehmen könnten. Aber ich würde mal sagen, momentan brauchen wir das noch nicht. Wir kümmern uns mal um die Mission hier. Ein Schiffswrack. 70 Tage. Gibt uns keine Kohle. Braucht 2 Module. Die Grenzwache hat Schiffswrack entdeckt. Genau, die kennen wir schon, den Text. Dann würde ich sagen, wir starten das jetzt einfach mal. The rescue team has been dispatched. We expect them to return in a few ticks with results. A running project occupies systems, so they are unavailable for other projects as long as the project is active. Okay, das heißt, wir könnten jetzt wahrscheinlich auch ein anderes Projekt noch laufen lassen, zum Beispiel das hier oder mal ein kleines Projekt. Ich mache mal kurz die Pause-Taste. Zum Beispiel hier die Datensammlung Sternenverteilung. Ermittlung der räumlichen Verteilung von Sternen und sternartigen Objekten. 22 Tage, da würde ich sagen, das wird gestartet. Jetzt haben wir 2 aktive und jetzt geht nichts mehr, weil wir nicht mehr Module haben. Kann man denn hier mit der... Nee, geht leider nicht. Weil wir nicht mehr Module haben und deswegen ist hier alles blockiert.
Und jetzt müssen wir darauf warten, dass das abgeschlossen wird, denke ich mal. Und dann geht's weiter. The rescue team has been dispatched. We expect them to return in a few ticks with results. Okay, vielen Dank für den Hinweis. Hier passiert jetzt aber nichts, oder? Wo ist eigentlich der Planet? Ah, hier unten. Ich dachte schon, wir hätten ihn verloren. Was gibt's denn hier noch für Sachen? Adapter gibt's hier, okay. Ach, hier ist so ein orangener Port dran, okay. Hier ist so ein 6-Wege-Schalter. Was ist das hier? Tritium-Batterie, die man hier angebaut hat. Hier vorne eine Luftschleuse. Ich bin ja ein großer Fan von Weltraum und so, ne? Ich sag nur Kerbal Space Program. Es ist einfach so schön. So ein Bild hier, wo die Sonne langsam hinter den Planeten untergeht oder so. Ich bin einfach ein Sacker für sowas. Ich liebe es. So, das hier war das Modul. Dann ist das hier das Briefingzentrum. Also momentan besteht unsere Station überwiegend aus unterschiedlichen Schaltern und einer Batterie. Also unterschiedlichen Modulschaltern und einer Batterie dann. Sehr schön. Gut, wir haben was abgeschlossen. Und zwar das hier, die Datensammlung. Habe ich jetzt die Kohle bekommen? Be aware that credits are only earned upon completion of projects. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, aber wahrscheinlich habe ich hier jetzt die Credits bekommen. Wir können uns nochmal ein kleines Projekt suchen. Oh, ich kann nur noch das hier oben machen, weil die anderen alle blockiert sind. Das hier ist das Briefingzentrum. Das kenne ich leider nicht, was das hier ist. ADM. Aber wir könnten zum Beispiel Lebenszeichen noch ausführen. Eine Sammlung von Proben, das haben wir schon gelesen. Wir starten das mal. Damit mir nicht gleich die Kohle ausgeht hier. 60% hier. Ist der jetzt? Moment, ist der gestartet jetzt? Nee. Jetzt. So. Und das sind offenbar so unterschiedliche Module. ADM. Man kann ja auch nichts anklicken. Also was mir hier schon mal fehlt, sind auf alle Fälle die Tooltips. Das wäre was, was man hier definitiv brauchen könnte. Vor allem mit den ganzen Symbolen. Wo man noch nicht so ganz weiß, was die machen. Ich mache mal ein bisschen schneller. Wir haben ja nicht so lange Zeit in diesem angespielt. Und guck mal. Ah, jetzt verstehe ich auch, wieso ich hier Lebenszeichen erforschen kann. Das nutzt komplett andere Sachen. Ich weiß nicht, was ist das Grüne? Das Grüne ist... Wir machen mal ganz kurz Pause nochmal. The rescue team has returned from shipwreck and the results are available for review in the station management interface. Okay, danke schön, Anneliese. Ich nenne dich jetzt einfach mal Anneliese. Meine KI auf der ISS. Also hier oben für diese Mission ist das Lab verwendet worden. Und das Schiffswrack, die Untersuchung, braucht das Lab gar nicht, sondern das braucht nur das Briefingzentrum und diese komische Kugel hier, die aber komischerweise auch hier nicht auftaucht. Ach so, ah, okay, jetzt hier. Das hier ist ein Vertrag, hier ist das Symbol für Vertrag und hier ist ein Symbol für Forschung. Das heißt, ich dachte, die beiden wären quasi so Voraussetzungen, aber das heißt, hier oben diese eine horizontale Linie zeigt uns an, welche Module wir brauchen. Und wir brauchen hier oben nur das Labor und hier einfach nur das Briefingzentrum. Okay, wir schließen mal das Schiffswrack ab. Commander, the rescue team recovered an encrypted data core from the unknown ship. Besides that, there was nothing more that could be rescued. I think we should task our scientists to decrypt the data core as soon as possible. Okay, neue Mission wahrscheinlich. Verschlüsselte Daten. Auch hier wieder wird diese... Ah, jetzt wird hier das Labor benötigt, das wir momentan natürlich besetzt haben. Das heißt, wir müssen den Vertrag erst noch abschließen in 50% oder so 25 Tage und können das dann erst wieder nutzen. Aber wir bekommen dafür dann schöne 580 Credits. Bin noch nicht so ganz sicher, was das hier eigentlich soll, dieses Anschließen, ob das noch irgendwie was Komplexeres wird. Effizienz 80%. Wir sind jetzt offenbar schon 170 Tage im Spiel. Labor 88%, wahrscheinlich auch die Effizienz. Tritium-Batterie hat 100%. Briefingzentrum 93%.
Luftschleuse 100. Und was ist das hier? Umweltsteuerung 100%. Okay. Irgendjemand hat die Sachen hier schon ein bisschen kaputt gemacht. Vor allem das neue Briefingzentrum. Was natürlich unerhört ist. So, wir können dich abschließen und gehen dann in die Mission und starten dich mal. Our best data engineer started to decipher the encrypted core. At a first glance, the used encryption does not reflect any known algorithms to us. This might take a while. Oh, 72 Tage steht hier. Ein verschlüsselter Datenkern wurde aus dem unbekannten Schiff an der galgarischen Grenze geborgen. Ansonsten hat die Untersuchung nicht viel zutage gefördert. Das Stationslabor wurde angewiesen, den Datenkern zu analysieren. Können wir denn in der Zwischenzeit... Also jetzt wird ja das Lab belegt. Wir können aktuell nichts machen. Wir könnten die zivile Administration machen, wenn wir ADM hätten. Ist ADM etwas, was man bauen kann? Wir gucken mal kurz. ADM. ADM. Hier. Ein Handelsmodul für 43 Credits. Das heißt, wenn ich das jetzt hier baue, ich weiß jetzt nicht, ob ich dadurch das Tutorial kaputt mache. Oh, wer kommt denn hier? Wer bist du denn? Hallo? Wer dockt hier einfach bei uns an? Solarsystem, okay. Wieso dockt das einfach hier an? Okay. Und jetzt ist er wieder weg. Na dann, mach's gut. So, das ADM-System. Good news, Commander. Our data engineer successfully deciphered the recovered data core. Results are ready to review in the station management interface. Okay, also, dann machen wir mit der Mission erstmal weiter, bevor ich hier irgendwas kaputt mache. If there are two or more blue connectors on a preview module, you can choose between them. So, Mission aktiv abgeschlossen. Verschlüsselte Daten. Einmal kurz Pause. Commander, breaking the encryption was a hard task for all staff involved, but it seemed to be just the tip of an iceberg of secrets. Against expectations, the data core did not only hold ship logs, mapping coordinates or crew diaries. While some data couldn't be restored, a big part of it looked like a compendium of cultural, historical and technological information. An extensive data comparison should be carried out in order to determine similarities with known data. Okay, neue Mission. Ach, jetzt kommt hier schon das Symbol. Dann muss ich das doch noch bauen hier. Also, das heißt, wir müssen eine neue Mission machen, müssen jetzt aber ein neues Modul bauen. Jetzt habe ich natürlich die Module hier ein bisschen doof gebaut, weil ich es genauso gebaut habe wie hier drüben. Eigentlich wäre andersrum besser gewesen, weil hier das ADM-System nicht reinpasst und leider auch gedreht nicht reinpasst. Das heißt, wir müssen das ADM-Modul mal irgendwo anders hinsetzen. Vielleicht, wir packen das mal hierher. Und werden das Ganze mal gedreht reinbauen, damit es nicht so viel Platz wegnimmt. So. Kostet uns 43 Credits. Irgendwie sind die Preise schon sehr günstig für so ein Modul. Aber hey, wer bin ich hier, diese Kosten in Frage zu stellen, wenn es funktioniert. So, können wir denn das jetzt starten? Hier steht immer noch ungültig. Ach, wir müssen das erst verschlüsseln, verbinden, ne? Wir müssen das System wieder installieren. Könnt ihr das rotieren? Mit Q? So, wir packen es mal hier. Ich lasse mal ein bisschen Abstand, weil ich nicht weiß, ob da noch irgendwas Großartiges dazwischen kommt. Every system that is placed costs upkeep each tick. The amount can be seen on the overview panel of systems or their modules. The global income and expenditure of your station is listed inside the station management interface in the tab Finance Overview. Okay, also Arbeitskräfte 22, Erhaltungskosten 1,29 Credits. Fehlerwerte gibt es auch noch, ganz komische. Na gut, wir schließen das mal an. Einmal hier. There is yet another resource that all systems need, which is not distributed through wires, workforce. Okay, in this mission you started with some workforce already. This resource is needed to keep the efficiency of other systems at their maximum. So in the end, they will produce faster. Building and connecting workforce systems will increase the maximum workforce that is available on your station.
It will slowly increase until it reaches the limit. Okay. Yep. You can see the available workforce on the left and the required on the right side of the parameter panel. Dankeschön, Anneliese. Wir haben aktuell 100 Arbeitskräfte auf unserer Station. Und momentan aber schon Nachfrage nach 94. Das heißt, das nächste Modul, das wir bauen werden, wird gar nicht mehr funktionieren, weil wir hier zu wenig Arbeitskräfte haben. So sieht das aktuell aus. Das heißt, es wäre eigentlich auch sinnvoll, ein Arbeitskräftemodul zu bauen. Die Frage ist, wie groß ist so ein Arbeitskräftemodul? Kann man das hier reinquetschen? Oder ist es was Großes? Arbeitskräfte, HKA. 28 kostet das. Ja, perfekt. Ach, da ist auf der anderen Seite eh schon eins. Ja, dann passt doch wunderbar hier rein, oder? Wie sieht das mit den Modulen jetzt hier aus, mit den Konnektoren hier? Wo kann man jetzt hier so Konnektoren an? Hier oben kann ich gar keine Konnektoren mehr anbringen. Das heißt, ich muss mindestens einen Konnektor freilassen. Ich kann immer nur einen Konnektor woanders dran setzen dann. Ah, okay. Das heißt, wir müssen zumindest immer einen freilassen, damit wir hier erweitern können. Wenn ich alles zubaue, wird das nicht so funktionieren. Na gut, also, aber erstmal hier unten noch Arbeitskräfte, weil das füllt sich ja langsam auf, haben wir gehört. So, das heißt, Arbeitskräfte. Wieso ist denn das nicht angeschlossen? Moment, jetzt habe ich hier zwei, die gar nicht angeschlossen sind. Natürlich etwas enttäuschend. Vielleicht hätte ich einfach nur das hier anschließen müssen. Das hätte natürlich auch sein können. Ich schließe mal eins an und wir gucken mal, ob sich da jetzt was tut. Effizienz 73, die habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ah, wir hätten gar kein zweites gebraucht. Also, das füllt sich schon langsam. Aber, na gut, jetzt habe ich schon gekauft. Jetzt wird es auch verwendet. Ja. Das ist wie wenn du mit den Kindern zum Essen fährst und die Kinder das Essen nicht wollen. Das wird jetzt gegessen. Wir haben es gekauft und bezahlt. Das muss jetzt gegessen werden. So, SVM. Jetzt ist auch hier diese Mission möglich. Können wir denn in der Zwischenzeit nochmal selbst was erforschen? Oh, da war was Neues. Kurze Pause. Forschung, Wassergenerator. Generierte Wasser aus Wasserstoff und Sauerstoff, das für die Kühlung, chemische Prozesse und Lebenserhaltung verwendet werden kann. Okay. Haben wir denn jetzt aktuell Finanzübersicht? Haben wir denn aktuell einen Minus oder wie sieht's aus? Letzter Tick, minus 5. Ja, wir haben halt auch was gekauft. Alle Ticks. So ein Durchschnittswert wäre ganz gut oder ein voraussichtlicher Wert für den nächsten Monat oder so wäre ganz nett. Wir holen uns noch mal ein paar Verträge, oder? Wir werden noch mal was Kleines erforschen. 28 Tage hier, 32 Tage für 320. Das ist schon okay. Einmal bitte starten. Damit hier alles immer schön erforscht wird. Und die Kohle reinkommt. Abgeschlossen ist jetzt gar nichts mehr. Also die verschwinden dann auch komplett, wenn die fertig sind. Gut. Wie sieht's aus? Aktuell 150. Wahrscheinlich kommen wir jetzt so auf 200. Wenn pro Modul vielleicht 50. Eventuell. Out 38, Max 70. Also die Darstellung der entsprechenden Zahlen ist noch etwas... Das musst du dann halt alles erstmal wissen, was das hier, die Zahlenwerte, was die bedeuten. Und ich verliere immer den schönen Planeten hier. Sieht so aus, als würde dieses Teil hier, okay, es verschwindet wieder, vom Planeten kommen, heraufgebeamt werden und uns dann mit irgendwelchen Sachen versorgen. So, Mission abgeschlossen, beziehungsweise Neubewertung der Truppenverteilung abgeschlossen. Dankeschön. Können wir noch was forschen hier? Gerätewartung. 1200. Her damit.
alles für die Kohle hier. Wir sind eine Corporation, wir sind ein Unternehmen und wir wollen natürlich Kohle verdienen. Das sage ich jetzt natürlich einfach nur so. Ich weiß nicht, ob wir ein Unternehmen sind oder ein staatliches Gewerbe. Wir gucken mal. Commander, the administration has filtered and categorized the data from the recovered data core. We should see what they found. Jawohl, wir gucken uns das mal an. Data comparison showed that 92% of the contained and readable information was similar to already known knowledge. Within the 8% left that was unknown, star position data extracted from the core showed that the ship was from an unmapped region near the center of the galaxy. Not reachable within the current technical limits and based on its age and engine, the ship could not have traveled the distance by itself. Given the origin of the data, to determine the further procedures with the gained knowledge, a commission of external consultants, experts and decision makers should be formed. Okay. Das heißt, wieder eine neue Mission? Ja. Die, oh, Kommission. Oh, da brauchen wir ein Lab. Wir brauchen zwei ADMs. Wir brauchen zwei ADMs. Das heißt, einmal kurz die Verträge könnt ihr weitermachen. Wir werden in der Zwischenzeit nochmal ein weiteres Projekt annehmen und bauen jetzt hier ein zweites ADM an. Das zweite ADM, hätte ich jetzt fast gesagt, würde man hier anbauen. Und dann müssen wir hier oben mal ein bisschen erweitern. Kann man eigentlich Sachen wieder abreißen? Ja, demontieren ist auch möglich. Nur für den Fall, dass wir uns irgendwann mal verbauen. Aber hier oben müssen wir auf alle Fälle mal so Konnektoren dann anbringen. Damit wir etwas flexibel bleiben. Also wir bauen hier unten ein weiteres ADM. So. Bestätigen. Manchmal geht der Mausklick unten und manchmal musst du das mit der Tastatur machen. Und während das eine Projekt jetzt noch hier läuft, gucken wir uns nochmal die entsprechenden Konnektoren an. Das hier oben ist eine Batterie. Okay. Wir haben halt echt wenig Platz hier. Wenn man hier einen Konnektor anbringt. Nein. Oh, wir müssen noch. Stimmt, das vergesse ich immer. Wir müssen ja das Ganze noch anschließen. Das muss ja noch angeschlossen werden hier. Kostet mich eigentlich hier diese Sache irgendwie was? Dieses Linienziehen? Naja. Wahrscheinlich je mehr Module, umso weniger effizient. Hoppla. Also, wir gucken mal, dass wir hier oben noch den ein oder anderen Konnektor anbringen. Ich denke mal, wir müssen jetzt hier nicht auf Symmetrie achten. So ein dicker, fetter Konnektor hier vorne, oder? Orange haben wir bisher noch nicht gebraucht. Ich hätte gern so eine Verlängerung, dass man ein bisschen weiter rausgeht, aber das sind... Oh, sowas zum Beispiel hätte ich gern. Sowas hätte ich gern. Jawohl, damit man ein bisschen Abstand von den anderen Modulen erhält. Finde ich jetzt ganz gut. Den Kollegen hier. Und vielleicht auf der anderen Seite auch noch. Dann, die Mission ist abgeschlossen. Jawohl, schon. Oh, was ist das denn? Das ist ja fantastisch. Das ist ja richtig gut. Das ist ja genau das, was wir haben wollen. Das ist genau das Hörnchen, das wir haben wollen hier. Für unsere Station. Her damit, kostet mich irgendwie, ja komm, 2,50 Euro. Kein Problem. Da hätte ich aber fast gesagt, wir müssen nochmal kurz demontieren, liebe Leute. Und wir packen hier auch noch ein Hörnchen ran. Weil Symmetrie und so. Nein, das müssen wir natürlich rotieren. Das Hörnchen hochrotieren. Jawohl, so sieht das doch gut aus. Ich bin begeistert. Sehr schön. Okay, was für eine Mission wurde abgeschlossen? Optimierung eines Produktionsprozesses ist abgeschlossen worden. Gibt uns wieder 300 Credits. 85% hier schon. Wir machen mal ein bisschen schneller. Ich werde nicht nochmal eine Mission annehmen.
die läuft ja noch gar nicht. Moment, die läuft ja noch gar nicht. Was ist hier los? Wieso steht hier ungültig? Irgendwas ist jetzt nicht in Ordnung. Wieso ist unser Labor... Ach, da ist noch eins im Laufen, oder was? Ah, wir haben noch was im Laufen. Okay. Wir warten mal kurz die Gerätewartung ab. Bisschen laut die Musik im Hintergrund, aber... Das muss halt so episch und... space-mäßig sein. So, abschließen. 1200, dankeschön. Einmal Pause. Mission. Wir erfüllen sämtliche Sachen. 70 Tage. Einmal bitte starten. Thank you, Commander. The first steps to form a commission are underway. Okay. Wir können aber jetzt nicht mehr machen hier, oder? Also wir bräuchten vielleicht mal so ein zweites Labor. Wäre nicht schlecht, oder? Dann könnte man so einzelne Sachen machen. Ich habe das Gefühl, ich baue ein bisschen zu viel. Und irgendwie plötzlich... Oh, wer fliegt denn hier vorbei? Der liebe Mond. Wir brauchen hier oben... Wir brauchen hier oben noch ein paar gute Konnektoren, würde ich sagen. 6 Stück. 5 Stück. Ja, wenn, dann gehen wir in die vollen. Hier den 6er. Der andere hätte noch einen gelben Port mit dabei. Ich weiß noch nicht so ganz, für was wir die gelben Ports brauchen. Steht das irgendwo dabei? Ah, die brauchen alle blaue Ports. Okay. Und das Lab braucht auch einen blauen. Ja, wir machen mal hier den 6er. Und hauen mal an die Seite. Ja, vielleicht können wir auch hier unten das erstmal noch ransetzen, weil hier unten ist ja noch Platz. Dann machen wir hier unten ein weiteres Labor. Input. Also 11 Strom wahrscheinlich, 4 irgendwas, Pfeile, Hauptnetz, 3, keine Ahnung, was das hier ist, ein Gartenzaun mit Wolken darüber. Okay, dann 22 Arbeitskräfte, Erhaltung 1,3, ja, wird gebaut. So, und jetzt können wir nämlich, während das jetzt hier noch läuft, die aktive Mission, können wir nochmal kurz was... Nee, können wir nicht, weil wir erst wieder anschließen müssen. Meine Güte, also das Anschließen erschließt sich mir noch nicht. Wow. So, einmal dieses... The output of a system is distributed to its connected systems. If a system gets less than the maximum of any input resource, its efficiency is reduced. This will slow down progress of running projects that depend on these systems, while the upkeep cost of the used systems stay the same. Bitte was? Jetzt habe ich hier, das habe ich jetzt nicht verstanden. Das war jetzt etwas zu viel Information auf einmal. Wir haben aktuell installiert 10 Systeme. Effizienz ist jetzt gesunken. Irgendwas, als würde hier der Output nicht mehr reichen oder so. Naja, wir gucken mal. Gelb. Und blö. Und jetzt müssen wir mal gucken. 47, 38, 38. Ich habe das Gefühl... Dadurch, dass wir jetzt so viele Systeme angeschlossen haben, ist allgemein halt die Effizienz gesunken. Ich glaube, das will mir das System sagen, 53%. Die Frage ist, wie kann ich jetzt die Effizienz steigern? Kann man das zum Beispiel mit so einem Hauptnetz machen? Ich will das jetzt ehrlich gesagt aber auch nicht bauen, weil ich nicht weiß, ob das der Fall ist. So ein Hauptnetz, das ist sowas hier, okay. Ist denn da, wo unten immer ständig... Ah, ich hätte gerne eine freie Kamera, Leute. Wo hier ständig wer dran fliegt. Das hier, ist das hier auch ein Hauptnetz? Das ist auch sowas, ne? Modulname Luftschleuse heißt es aber hier. Und dass ich nochmal eine Batterie anschließen muss. Wir gucken nochmal in die... In die Stationsübersicht hier. Da muss ja was stehen, oder? Energie 21. Ah, okay. Und Nachfrage ist aber 56. Das heißt, wir brauchen definitiv mehr Energie jetzt.
Wir erhöhen mal kurz auf wahrscheinlich. Na, schließen. 42. Und klatschen hier nochmal eine Batterie an diese Ecke ran. Einmal bitte TRB. Ach, hier ist der Gartenzaun. Das ist der Gartenzaun mit den Wolken UMW. Umweltsteuerung ist das. Aha, okay. Also wir hauen mal das hier rein, die Batterie. Wir müssen die Batterie natürlich anschließen. So, haben jetzt aktuell, wenn wir mal in die Übersicht gucken, 42 von 56. Wir brauchen nochmal eine Batterie. Atmosphäre. Nachfrage 39. Also auch dieses Modul müssen wir noch anschließen hier oben. Atmosphäre brauchen wir auch noch. Okay, wir gehen jetzt in die Vollen. Wir bauen einfach alles. Das heißt aber, wir brauchen nochmal gelbe Knotenpunkte. Hier ist noch einer. Komm, dann hauen wir hier die Umweltsteuerung auch noch mit dran. Dann ist das schön synchron. As your station gets bigger, the chance for errors increases as well. They can occur on every module and will have a negative impact on the efficiency of your station. Yep. Systems with errors have reduced efficiency. The more severe an error is, the worse the efficiency will be. Ja, das sind die Fehlerwerte hier unten rechts wahrscheinlich dann. Also nochmal ein System installieren, Umwelt. Hier oben. Damit sollte zumindest dann die Atmosphäre. Oh, wird das noch mehr? Oder ist das Maximum 28 erst? Wir brauchen ja nochmal sowas. Okay, wir brauchen mal einen dicken, fetten Knoten, der uns hier lauter gelbe Punkte liefert. Hier unten zum Beispiel. Hier. In diese Ecke hier. Einen Knoten. Zwei Stück. Ja, dann könnten wir oben auch noch was dran setzen. Wir nehmen mal den hier unten, den teuersten. So, wir brauchen noch eine Batterie und nochmal so ein Umweltteil hier. Einmal bestätigen. Ich habe, doch, ich habe noch Kohle, ja. Ich dachte schon, hier unten 742, das sind ja nur die Tage. Alles gut. Commander, the commission has completed its analysis of the data and made a particular interesting discovery. More information is available in the station management interface. Jawohl, kurze Pause. Also, wir haben jetzt hier die Batterie und dann kommt hier nochmal das Umweltteil. Einmal bestätigen. Einmal verbinden erneut. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt hier irgendwie eine Aufgabe darstellen soll oder wieso man das hier alles so verbinden muss. Weil es ist halt, es ist eine Aufgabe, die kann man machen. Aber die ist jetzt nicht irgendwie anspruchsvoll oder so. Jedenfalls sehe ich da jetzt nichts, was da jetzt anspruchsvoll wäre. So, oh, sehr schön. Jetzt ist hier Energie null. Wir machen mal kurz, können wir mal die Pause rausnehmen, vielleicht liegt es daran. Nee, jetzt alles gut. Huiuiui. Angebot 63, Nachfrage 62. Gerade so noch. Wir brauchen größere Batterien, Leute. Frachtaustausch auch hier 15,25. Und bei der Atmosphäre sind wir auch wieder im grünen Bereich aktuell. Also Frachtaustausch wäre auch noch was. Das sparen wir uns aber jetzt. Sondern wir gucken uns mal die Mission an, die wir hier erfüllt haben. Also, einmal schließen. Further analysis of the recovered data core revealed an extremely advanced type of subatomic energy compound. For easier communication, Omega Q was chosen as a project name for this compound. A basic resource for Omega Q is a rare metallic mineral. The commission requests the construction of a mine to start the production of Omega Q. Okay, wir brauchen Omega Q. Noch mehr Omega Q. Können wir in der Zwischenzeit die Forschung machen?
Mach mal hier den Wassergenerator. Und etwas, das uns wieder viel Kohle gibt. Weil die Mission geht ja nicht, weil man hier offenbar keine Mining Station hat. Können wir denn die schon bauen, die Mining Station? Vielleicht hier oben bei unseren Hörnchen? Oder müssen wir die erst irgendwie erforschen? Also hier ist nichts drin. Aktuell. Wie war denn das Symbol? So eine 8. Eine liegende 8. Core heißt das hier. Und das heißt... Ist das vielleicht etwas für einen gelben Sticker? Hier werden ja nur die blauen Sticker angezeigt. Core ist hier auf alle Fälle schon mal nicht drinnen. Jetzt wenn wir brauchen ja sowieso wieder gelbe Sticker, dann packen wir die gelben Sticker hier oben drauf. Wieder, und erweitern hier nochmal. Passt ein bisschen zu viel Abstand hier. So, das hier. Bestätigen. Okay, hat er das nicht gemacht. Bitte hören Sie auf Ihren Kapitän, wenn ich hier auf Bestätigen klicke. Wieso? Passt das nicht, weil zu nah... Ah, das ist rot, oder? Ah, das ist zu nah dran. Wir müssen doch ein bisschen mehr Abstand halten. Och, da kann ich ja gar nichts mehr machen hier. Können wir mal einen Abstandhalter machen? Okay. Gibt es vielleicht einen anderen Abstandhalter hier? Sowas Kurzes zum Beispiel. Genau. Also einmal sowas. Einmal bestätigen. Dann machen wir halt einen Abstandhalter. Okay. So. Weil der eine hier oben, der hat ja keinen Knopf mehr. Das heißt, die können wir nicht mehr weiter nach oben erweitern. Deswegen brauchen wir den A2, B2 natürlich. Einmal bestätigen. Und jetzt gucken wir mal. Also wir haben wirklich auch hier nur die zwei Sachen drinnen. Na gut, ist ein bisschen, tricky. Was wir machen könnten, wäre dieses komische Teil noch zu bauen. Frage ist, wohin? Wir könnten hier vorne mal gucken, das hier, das Hauptnetz. Ich habe ja sonst nirgends mehr einen Knotenpunkt frei, den wir noch nutzen könnten. Wisst ihr was, den setzen wir hier vorne dran, weil das hier ist ja auch vorne dran. Das hier ist auch ein Hauptnetz. Dann kommen die immer von hier vorne rein. Und dann sieht das auch noch cool aus bei unserer Station. So, einmal anschließen. Gut, wir gucken nochmal rein, wie es jetzt aussieht. Wir können was abschließen, oder? Nee, das läuft noch. Ich fürchte fast, wir müssen das irgendwie erforschen noch. Bergung aus gefährlicher Umgebung. Shuttle, aber das ist ja keine Forschung, was wir hier haben. Strategische Analyse. Ja, wir wählen mal kurz ein bisschen was aus. Eventuell ergibt sich da noch was. Ein bisschen schneller die Zeit laufen lassen. Und dann mal gucken. Frachtaustausch 30. Nachfrage 25. Sieht gut aus. Atmosphäre genau auf den Punkt ausgeglichen. Und bei der Energie hängt schon wieder leicht, weil wir wieder ein neues Modul angeschlossen haben. Das heißt, wir bräuchten eigentlich wieder ein paar neue Batterien hier oben. Wir bräuchten unbedingt größere Batterien. Error may also spread across your station. Depending on the kind of error, it will spread differently. The chance for errors and their spreading can be reduced by infrastructure modules. These modules affect other modules in a certain range. More detailed information can be found in the station overview inside the station management interface. Infrastrukturmodule können dafür sorgen, dass weniger Fehler auftreten. Infrastrukturmodule. Verteidigung, Forschung, Arbeitskraft. Ist das das, was hier, das wir hier schon gebaut haben? Das hier?
Luftschleuse. Hat aber auch viele Werte. Wir packen mal hier die Batterie drauf. Wir sind jetzt bei 86% Effizienz. Okay. Fehlerverlauf. So, thermischer Zwischenfall hatten wir im Labor. Status laufend. Technische Störung. Okay. Im The monetary resources of the station are on a critical level. It was? Is advised completing some additional contracts to improve the situation. Hä, wir haben noch 1900. Jetzt werd mal hier ein bisschen locker, Anneliese. So, also drei Fehler, intelligenter Angriff, okay. Opfer, Garrett Duck und Francis Algazam. Okay. Okay, sind die gestorben jetzt? Kann sein wahrscheinlich, ne? Na gut, also. Unter Kontrolle die zwei Sachen, aber das hier ist immer noch laufend. Aber die Frage ist, mit was? Was war das Teil, was hier dafür sorgt, dass wir hier weniger Fehlerquellen haben? Sie hat uns das gesagt, ne? Schott, Umweltsteuerung, Wassergenerator, Solaranlage, Klimagenerator. Da seht ihr mal, was es alles für Module gibt. Luftschleuse, Terminal, Radiatoranlage, Laderaum. Das kann auch sehr komplex werden alles. Die Station kann riesengroß werden. Briefing, Labor, Administration, Teleskop, Reaktor, Drohnen, Konferenz, Wachposten. Meine Güte! Radiator, Zentral, Kabine, Überwachung. Wo ist die liegende 8? Jetzt habe ich nicht aufgepasst, ob man die hier schon sieht, hier drin. Wohnraum, okay. Transporter, Reparaturdock. Wir gucken mal, ob wir vielleicht die liegende 8 hier drin sehen und dann gucken können, was wir dafür brauchen. Da ist die liegende 8. Wir brauchen einen Konferenzraum. Das ist ja gar nichts zum Bergen. Einen Konferenzraum. Ja. Erforschen, um freizuschalten. Forschungsprojekte verfügbar bei 150 Männern. Sieht fast so aus, ne? Wir haben aktuell ja schon 207. Also von daher, na gut, wir machen mal ein bisschen weiter und machen noch ein paar Aufträge. Abgeschlossen. Wassergenerator, jawohl. Ja, damit. Und da kommt die nächste Mission, ein Schott. Und das kann ich natürlich jetzt wieder nicht erfüllen, weil die andere Mission noch am Laufen ist, oder? Die hier. Aber die ist fast durch. Und dann passt das schon. Wir könnten natürlich nochmal ein zweites, was war das hier? BZE-Briefing-Zentrum bauen. Aber wir sparen uns das mal noch. Die Anneliese hat ja gesagt, unsere Ressourcen sind etwas knapp. Ich mach doch schon Contracts, gute Dame. Guck, schon 2700. Wir haben wieder alles, was du brauchst. Ein beinahe feuerfestes, luftdichtes, sicher versiegeltes Schott, das zwei Module hermetisch voneinander trennt. Aha. Okay, also der läuft jetzt. Vertrag vielleicht noch, Triebwerk. Jawohl. Bringt jetzt nicht so viel, aber dauert dafür auch nicht so lange. Teslor. Okay. Teslor bietet eine Partnerschaft in der Entwicklung eines neuen Prototyps an, der als Shuttle Planeten und Stationen verbinden soll. Okay. Keinerlei Bezug zu realem Bereich, ne? Hier. So, drei aktive Mission, da kommt die Kohle rein. Aber sowas von, passt schon. Gut, ansonsten Stationsübersicht. Wir gucken nochmal rein in die Ressourcen, wie es aussieht. Also, sieht alles wunderbar positiv aus. Irgendwas ist hier Knappheit, Überschuss. Was ist hier das für eine Linie? Dieses Rote.
Was ist hier noch? Der Frachtraum? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Komischerweise, verwendet steht jetzt hier 15 und Nachfrage ist aber 25. Naja. Aber das wird schon passen. Finanzübersicht, wir gucken mal rein, 1700. Momentan, das sieht ja gut aus, das passt. Wenn es nicht mehr reicht, dann holen wir uns einfach die Credits hier, Leute. So, einmal schließen. Alles abgeschlossen. Dankeschön. Gibt es eine neue Forschung jetzt? Sehe keine neuen Forschungen. Das heißt, wir machen mal hier weiter mit dem, was uns am meisten Kohle bringt. Und erforschen einfach mal alles. Hier ist noch nichts drin, ne? Fehlt immer noch die liegende 8. Ah, jetzt ist aber... Ah, hier ist was dazugekommen. Und zwar einmal das Schott hier. Das Schott ist hinzugekommen. Ist quasi eine Erweiterung, wo man bestimmte Bereiche dann abtrennen kann. Heißt es hier. Hat keinerlei Fehlerwerte. Zwei Arbeiter. Wir sind schon wieder bei den Arbeitern fast angekommen hier am Maximum, Mensch. Das heißt, wir müssen mal die Arbeiter erweitern. Dann machen wir das mal hier drüben. The monetary resources of the station are on a critical level. Anneliese, jetzt hör mal auf, Anneliese. Bin doch eh schon dabei. Meine Güte. Wir haben doch noch 1600 hier. Frage ist, kurze Pause. Die Frage ist, wo packen wir hier die neuen Arbeitskräfte rein? Bei unseren Hörnchen. Vielleicht, dass wir die mal innen reinsetzen. In den inneren Bereich. So. Weil wir hier sowieso nicht weit reinkommen, weil ja hier dieses Mittelteil ist. Das heißt, perfekter Ort eigentlich für die Arbeitskräfte. Einmal bitte bauen. Dann wieder verschwurbeln. So. Also irgendwie, ne, es wäre halt um einiges auch. Ich kann mir vorstellen, dass das noch riesengroß wird, wenn du mal eine große Station hast. Aber es wäre halt auch mal vielleicht ein bisschen interessanter, wenn sich zum Beispiel Kabel nicht kreuzen dürften oder irgendwie sowas. Damit du wenigstens ein bisschen Anspruch hast hier bei der Aufgabe. Na gut. So, aktiv. Läuft immer noch. Ah, jetzt sind drei Forschungsprojekte gekommen, Leute. Drei Forschungsprojekte, da muss doch was dabei sein, das wir hier gebrauchen können. Einmal Lebenszeichen abschließen. Und dann die strategische Analyse. Guck mal kurz rein. Drohnengeschwader, Radio, Teleskop und Terminal. Wieder nichts dabei, Mensch. Was ist denn da los mit dir? So, einmal abschließen. Ja, wir müssen ja trotzdem hier was machen. Radioteleskop hört sich ganz interessant an. Elektromagnetisches Radioteleskop mit einem Frequenzbereich zwischen 140 und 945. Die Aufhängung ist mit Motoren mit niedriger Strahlung und Reibung ausgestattet, um Radioquellen kontinuierlich in Relation zur Bewegung der Station zu verfolgen. So, neue Aufträge. 1900 können wir leider nicht machen, weil wir unsere Sachen belegt haben. Was ist hier möglich? Hier oben die zivile Administration und die Fehlerevaluation. Her damit. Also das heißt, du musst jetzt ein bisschen aushalten und musst gucken, ob du zum Beispiel noch weitere Module anbaust, um mehrere Verträge gleichzeitig erfüllen zu können, damit die Kohle wieder reinkommt. Und gleichzeitig dann natürlich auch hier die Mission weitermachen. Terminal. So sehe ich das jetzt auf alle Fälle. ...2200 passt auch.
Aber ansonsten gibt es jetzt hier nicht mehr zu tun hier. Mikroskopische Verunreinigung. Dass du halt so viele Sachen bekommst halt auch gar nicht mit irgendwie. Die bekommt man auch gar nicht mit, dass da hier irgendwie die halbe Hütte abbrennt. Und Leute irgendwie sterben, aber okay. Oh, wir hatten sogar einen Touristen hier. Aha, sehr schön. Und irgendwie, dass die Aufträge fertig sind, auch, ne? Wenn du hier in so einem Untermenü bist, auch irgendwie kein Hinweis darauf. Na gut. Bitte einmal noch starten. Ein bisschen was nehmen wir mit. Und man sieht auch hier schon, die Missionen wiederholen sich offenbar auch, weil ich glaube, das hier mit den Lebenszeichen hatten wir schon mal. Wo dann einfach ein bisschen getestet wird und da geht es halt dann darum, dass du einfach immer weiter die Missionen machst, um dann letztendlich hier die Kohle reinzubekommen. Das Radioteleskop wurde abgeschlossen. Dankeschön. Ja, dann werden wir die anderen Sachen jetzt auch noch alle erforschen hier. Weil hilft ja sowieso nichts. Wenn wir unsere liegende 8 nicht bekommen, können wir in der Mission nicht weitermachen. Derzeit. So, mehr ist hier nicht mehr zu erforschen. Aber dafür laufen aktuell 3 Stück gerade. Und davon sind 2 Forschungen. Aber ich hätte halt da auch gesagt, dass man die Sachen erst baut, sobald man sie auch wirklich dann benötigt. Alles andere wäre ja vorher ein bisschen Verschwendung. Ah, hier sieht man aber nochmal die Effizienz momentan. 82 beim Labor, 79 beim Briefingzentrum, beim ADM 89. Okay. Also, wenn wir wieder unter 2000 fallen, wird gleich wieder die Anneliese meckern. Es ist echt noch schwer erkennbar, wann ein Vertrag abgeschlossen ist, fertig ist. Qualitätssicherung, okay. Ich würde mal sagen, weil wir eh schon über der Stunde jetzt sind, dass wir mal die 2 Forschungen noch abwarten. Wenn dann jetzt die liegende 8 nicht kommt, dann beschließen wir das Ganze mal. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts übersehen, aber wir haben ja uns angeguckt, ne? Wieder bei den blauen Knöpfen ist das mit dabei. Die liegende 8. Da ist jetzt hier dieses System noch mit drinnen. Das Radioteleskop ist hier mit da drinnen. So, Projekt abgeschlossen. Dann fehlt noch das Terminal. Und beim gelben Knubbel war ja auch nichts. Beim gelben Knubbel waren ja auch nur... Ah, da ist jetzt hier Umwelt mit dabei. Da könnte man vielleicht dieses Umweltteil noch mit heransetzen. So. Und natürlich verbinden. Oh, jetzt kommen hier ein paar Fehler. Jetzt sieht man endlich auch mal die Fehler hier. Naja, hat sich halt ein bisschen ausgebreitet, das Ganze. Deswegen stürzt die Station jetzt nicht ab, würde ich mal behaupten. So. Projekte abschließen. Also, Qualitätssicherung und das Terminal. Wir haben nochmal Forschung. Ach, jetzt kommt die liegende 8, Leute. Jetzt kommt. Dann gucken wir uns die liegende 8 auch noch schnell an. Also, dann machen wir halt hier die liegende 8 noch mit. So, 800 hier unten. 80 Tage ist ein bisschen zu lang. Also, was ich mir hier schon mal schön vorstellen kann, ist, wenn du diese Station noch schön ausbaust, dass die dann halt schon auch ganz schön groß werden kann. Angenommen, du hast dann irgendwie später dann mal 20 Module mehr, die vielleicht dann auch zum Teil so groß sind wie diese anderen, dieses Briefingzentrum und so weiter, dann wird das schon eine schöne große Station. Und dann musst du vielleicht auch ein bisschen haushalten, wo du die Knotenpunkte setzt, aber auf der anderen Seite ist es eigentlich auch egal, wo du die setzt. Hauptsache, du hast genügend Kohle und kannst dann entsprechend die
Module draufsetzen, weil es die müssen ja nicht windschnittig sein, habe ich gehört. Im All. So 77%, das läuft ja perfekt und der andere Vertrag ist auch schon genauso schnell hier unterwegs. Oh, die liefern sich ein Rennen momentan. Das wird aber hier die Analyse gewinnen, so wie es aussieht. Jawohl. Gibt es nochmal ein bisschen Kohle und wir haben jetzt über 2000, das ist okay. Dann einmal abschließen. Anneliese, jetzt hör halt auf, Anneliese. Wir brauchen für die Mission grün, blau und liegende 8. Grün, blau und liegende 8. Können wir denn was anderes machen? Wir könnten zum Beispiel hier die Analyse nochmal machen. Dass wir das schon mal anstoßen. Um wenigstens ein bisschen Kohle noch mit reinzubekommen, damit die Anneliese, meine Güte, damit die zufrieden ist. So, wir brauchen ein neues Modul. Wo ist es denn hier? Da ist er. Ja, das ist kein kleines Modul hier an der Seite. Einmal bestätigen. Konnektieren, wie wir Profis sagen. Jetzt brauche ich den da. Moment, Pink. Was braucht man denn hier? Pink für den Konferenzraum. Habe ich was verpasst? Was ist Pink, bitteschön? Dieses rote Dings vielleicht hier? Okay. Also das hier ist kein Problem. Aber was zum Henker ist Pink? Pink haben wir nicht. Wahrscheinlich muss ich da jetzt nochmal was bauen. So wie es aussieht. Und wahrscheinlich muss das... Wir packen das mal hier unten heran. Das hier sein, oder? Ich baue mal das hier, das Drohnen... Wow! Okay. Wow. Ein Drohnengeschwader. Ja, ist halt jetzt die Frage, ob wir das jetzt so brauchen oder nicht. Weil ich hätte halt gesagt, das hier, ne? Inputwerte. Dieses rote. Aber wieso braucht denn der Konferenzraum ein Drohnengeschwader? Na gut, wir bauen das jetzt einfach mal. Sieht ja auch fantastisch aus, dieses Drohnengeschwader. Und haben wahrscheinlich jetzt hier leistungsmäßig überhaupt nichts mehr. Das Drohnengeschwader wird uns alles wegziehen, was wir haben. So, jetzt habe ich hier... Was ist das hier für eine Farbe? Das ist hier hellblau und... Okay. So. Nee, nee. Mag er nicht? Nee. So nicht. So vielleicht. The status of Creatics is getting critical. It is strongly advised taking on some additional contracts. Anneliese, was mache ich nur mit dir? Was mache ich denn mit dir, liebe Anneliese? Nee? Ist das kein blaues oder was? Jetzt brauche ich hier irgendwie so eine blaue Pumpe hier. Okay, ich brauche eine blaue Pumpe, wie man hier erkennen kann. Haben wir eine blaue Pumpe, die wir bauen können? Ist das nochmal ein Labor? Nee. Ich kann es euch jetzt aktuell nicht sagen, Leute. Und ich würde auch sagen, da könnt ihr euch selber mal darum kümmern. Vor lauter Schreck, dass ich hier nicht weiß, wie man weiterbaut, hat mich gleich hier die Berufsgenossenschaft angerufen. Und deswegen gab es eine kurze Unterbrechung. Ich wollte eigentlich noch zum Fazit kommen, soweit ich mich jetzt erinnere. Ihr könnt euch das ja selber mal anschauen. Vielleicht weiß der eine oder andere auch schon, was man noch für ein Modul braucht. Ich tippe jetzt einfach mal darauf, dass man hier vielleicht noch ein bisschen was erforschen muss und dementsprechend erweitern muss. Wir kommen mal zum Fazit vom Spiel. Es ist, ich sag's mal so, erstmal gewöhnungsbedürftig.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, was ich genau erwartet habe. Es wurde so halb erfüllt. Also ich finde den Ansatz mit den Modulen, dass du das hier so baust und dass du die hier so heranschraubst, finde ich ganz gut. Und dass die Station mit der Zeit erweitert wird, dass du aufpassen musst auf die Energie, dass es Fehler gibt auf der Station und so weiter. Was mir nicht gefällt, ist zum einen die UI, also wie das Ganze bedienbar gemacht wird und nutzbar gemacht wird. Und zum anderen auch ein bisschen, wie das Ganze dann letztendlich abläuft. Weil ich habe das Gefühl, man verbringt sehr, sehr viel Zeit in diesem Bildschirm hier. Und wenn es nicht gerade die Missionen gibt, die man jetzt hier macht, die relativ trocken auch erzählt werden, weil ne, gibt halt keine Zwischensequenzen oder irgendwie sowas. Ach, Moment, ich kann ja jetzt schon. Moment, kann ich jetzt hier schon? As you wish, Commander. Everything is set in motion to plan and build the mine on the suggested planet. Okay, wir könnten eigentlich die Mission schon starten. Okay. Na gut, also das könnt ihr aber selber rausfinden dann. Aber wo bin ich jetzt hängen geblieben? Genau. Du wirst relativ viel Zeit hier drin verbringen, habe ich das Gefühl. Du wirst diese Verträge hier einen nach dem anderen abklicken, damit Kohle reinkommt. Du wirst ständig ein bisschen gestresst sein, dass du hier immer wieder neu anklicken musst. Aber was machst du sonst? Also es ist natürlich jetzt immer noch so eine frühe Version. Vielleicht kommt da noch ein bisschen eine zusätzliche Ebene noch dazu. Aber das hier zum Beispiel, das erschließt sich mir gar nicht. Das habe ich ja schon anklingen lassen. The monetary resources of the station are on a critical level. It is advised completing some additional contracts to improve the situation. Anneliese, ich drehe dir jetzt mal den Saft ab, Anneliese. Ich drehe dir den Saft ab, so sieht's aus. Also das hier erschließt sich mir jetzt nicht so ganz, wieso man das überhaupt macht, wenn es relativ einfach ist, das alles einfach nur zu verbinden. Da wäre es halt schön, wenn das vielleicht so ein bisschen ähnlich einem Puzzlespiel dann wäre, dass man mit entsprechendem Platz dann haushalten muss zum Beispiel. Und ansonsten, diese Oberfläche hier dient halt rein wirklich nur zum Bauen und damit du deine Kamera um die Station mal kreisen lassen kannst. Wie gesagt, alles unter Vorbehalt. Ich weiß jetzt nicht, ob man irgendwann diesen Planeten hier verlässt und mit der Station vielleicht irgendwo hinreist oder so oder wie weit das dann letztendlich geht. Aber momentan ist es noch sehr, sehr übersichtlich, das Ganze, wie ich finde. Und ja, also erster Punkt wäre für mich jetzt erstmal, oder der wichtigste Punkt wäre für mich jetzt erstmal die UI. Wir brauchen unbedingt Tooltips, die ganzen Symbole hier erklären. Und die ganze Bedienung hier mit den drei Systemen ist sehr, sehr kompliziert. Also sehr, ja, nicht kompliziert, aber aufwendig, sage ich jetzt mal. Und da könnte man definitiv noch ein bisschen was dran schrauben. Ich denke mal, wenn du dann schon mal so zwei, drei Stündchen spielst, dann geht dir das schon in Fleisch und Blut über. Aber es ist halt, ne, du, es ist viel zu umständlich, wie es eigentlich sein müsste. Und da könnte man noch ein bisschen was machen. Gut, ihr könnt euch das ja, wie ich anfangs schon gesagt habe, auch selbst mal anschauen. Es gibt aktuell eine Demo von diesem Spiel von Orbit Industries. Und vielleicht ist das ja was für euch. Vielleicht hat es euch doch ein bisschen jetzt gefallen, was ihr hier gesehen habt. Und vielleicht behaltet ihr das Ganze auch mal etwas im Auge, wie sich denn so die Entwicklung noch tut. Ich bin für heute jetzt erstmal raus und ich hoffe, euch hat es gefallen. Würde mich über den ein oder anderen Kommentar unter dem Video freuen oder einen Daumen nach oben. Und ansonsten sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Wenn ihr denn mögt, macht's gut und bis dann. Ciao.